Moin, liebe Top-Familie, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu Villa der Liebe Staffel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel das insgesamt ist. Ich glaube, das müsste die. Wir hatten Alessio. Dann hatten wir Hangover. Ich glaube, das dürfte die fünfte sein. Ich glaube, das ist die fünfte Staffel, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich gucke zur dritten Folge nochmal nach. Jedenfalls, wir schon die zweite Folge, die schon längst online ist, dadurch, dass ich so eine Woche jetzt keine in dem Sinne aktuellen Videos hochgeladen habe, wenn ich mir dann mal kurz Pause genommen habe, reagieren wir im Nachhinein drauf. Ich schaue auf TV Now. Das heißt, wenn auch ihr auf TV Now die Serie gucken wollt, Villa der Liebe, und schon im Voraus alle Folgen, zu diesem Zeitpunkt dürfte jetzt schon die Hälfte erreicht sein, glaube ich, in Realität Staffel 6. Die zweite Folge heißt Die neuen Mädchen daten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben die erste Folge gesehen. Die war schon interessant aufgebaut. Charakter- oder Personenvorstellung, wie so bei diesen Formaten wie Love Island oder Temptations Island, wurden die vorgestellt. Ich bin sehr auf diese Folge gespannt. Ich glaube, es wird einiges passieren. Ich habe schon so einige Theorien am Ende der letzten Folge aufgestellt. Wenn euch interessiert, was ich gesagt habe, schaut euch nochmal die erste Folge gern an. Ist in der Playlist. Ansonsten geht ein paar Tage zurück. Aktuell, alle 2 Tage lade ich ein Video hoch oder 3, je nachdem. Und dann werde ich auch auf dem aktuellen Stand sein. Ja, so viel dazu. Wenn euch das Video jetzt schon gefällt, Daumen nach oben nicht vergessen, Abo, Glocke aktivieren, und dann würde ich sagen, geht es los. Ich bin ready. So viel Platz. Das ist eine gute Zeit, Baby. Wer schafft es, seinem Partner eine Woche lang treu zu bleiben? Mit wem sollen wir fremdgehen, Leute? Na, habt ihr Bock auf uns? Was soll das? Jetzt geht's ab. Hier? Na, eure Aufgabe ist es, uns zu widerstehen. Ihr dürft nicht fremdgehen. Das soll ja wohl ein Witz sein. Nicht fremdgehen ist doch nicht kompliziert, oder Neo? Hey Mädels. Hi. Hey, ich bin Neo. Schön, danke, schöner Auftritt gerade von euch. Danke. Danke. Ja. Was für ein dummes Experiment, ich gehe. Habt ihr vielleicht Bock auf einen Drink? Was ist los? Ja, klar, gerne. Was hier? Also die beiden scheinen schon echt knackig zu sein. Levi macht eine sehr, sehr gute Figur. Und Neo, ja, er ist Schweizer. Ich habe schon einiges von ihm gehört. Er scheint Geld zu haben. Was soll ich sagen? Es macht halt attraktiv. Brauche ich auch nicht lügen. Okay. Luxus. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr ihren Namen, aber. Ein bisschen übertrieben für meinen Geschmack. Oh. Wir sind die ganze Zeit unterwegs. Und die ganze Zeit auf dein Tennisturnier. Mann, ich will das alles nicht mehr. Ich weiß doch, was du meinst. Milena, hey. Ich weiß, was du meinst. Aber ich brauche doch auch meinen Freiraum. Und unsere Beziehung ist einfach nicht mehr das, was es vorher war. Und was mit dem Sex? Wie erklärst du das? Wie lange hatten wir das letzte Mal? Sex? Irgendwann mal? Oh. Vor 6 Monaten. Das ist schon ewig her. Ja, ich merkst weiß. Du, oder? Ich weiß doch. Aber wir kriegen das wieder hin. Wir kriegen das wirklich wieder hin. Also ich habe ja auch schon so ein bisschen gesagt, die beiden. Oh, scheiße, jetzt mal voll gegen mein Mikro gehauen. Geil, Daniel. Bisschen aufpassen. Ja, das Ding ist, sie sind 8 Jahre zusammen. Und eigentlich habe ich ja die Prognose aufgestellt, ein Paar trennt sich. So. Wenn, dann habe ich gesagt, die. Das wäre so dieses Offensichtliche. Das Nicht-Offensichtliche wäre tatsächlich, wenn die aber das irgendwie schaffen, doch zusammen zu bleiben. Das werden wir dann jetzt im Laufe der Staffel dann ja auch sehen, ob das passieren wird, dass beide sich treu bleiben. Schwer zu sagen, weil wenn die selbst sagen, man hat schon Probleme in der Beziehung, seit einem halben Jahr kein Sex. Ich habe irgendwie erst mit 1 oder 1,5 Jahren erst gerechnet, aber 6 Monate, ich
Gut, natürlich ist es auch eine lange Zeit, aber so gesehen jetzt, sag ich mal. Und irgendwie merkt man, ist das Vertrauen nicht ganz da. Aktuell würde ich tatsächlich eher sagen, die bleiben am Ende zusammen und die anderen trennen sich. Aber so ein leises Gefühl sagt mir irgendwie, das ist so typisch Jonas und Jonas, dass das so enden wird. Aber wir werden es sehen. Vielleicht ist das Ganze hier auch für uns ein Neustart. Und das, was vorher war, da fangen wir einfach neu an. Wir kriegen das wirklich hin, Milena. Vertrau mir. Du musst mir vertrauen. Ich liebe dich. Wirklich, über alles. Du darfst nicht an uns zweifeln. Hey, ich warte. Schön geflüstert. Klingt komisch, aber... Endlich was zu trinken! Vielleicht, danke. Bitte? Wie heißt ihr und woher kommt ihr? Zara aus Frankfurt. Ich bin Leonie. Meine Eltern haben einen Bauernhof und ich komme vom Dorf. Ah. Mhm. Und du bist wirklich Single? Ich glaube, jetzt wird sie vorgestellt, das ist die Überleitung. Hier zu Leonie. Sonst wüsste ich den Namen ja nicht, sie hat sich ja gerade vorgestellt. Bei Kras Klassenfahrt hat sie da nicht die... Boah. Bei Kras Klassenfahrt bin ich leider echt raus. Dadurch, dass ich die letzte Staffel A nicht komplett gesehen habe. Zumindest nicht alle Folgen der letzten Staffel. Ich glaube, die letzten zwei oder drei nur nicht. Ich hatte die Reaktion nicht hochladen konnte und auch nicht immer noch kann. Nur mal eben so. Also dazu wird es keine Reaktion geben, zumindest der letzten Staffel. Wie es in Zukunft aussieht, muss man gucken. Aber dann werde ich euch das sagen. Aber da hat sie doch, glaube ich, die Böse gespielt, oder? Da ist sie doch diejenige, die mit dem Lehrer was hat. Herr Vogel. Warte, war das Herr Vogel? Nee, Herr Storch? Herr Storch, glaube ich, kommt hin, oder? Ja, Herr Storch. Ist das nicht so? Glaube, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber hier spielt sie zumindest die Schüchterne, die vom Dorf kommt. Aber vor allem diese Aussage. Ich komme aus Frankfurt, ich komme von dem Dorf. Man kennt viele Dörfer, sage ich jetzt mal. Das heißt, sie hätte doch auch eigentlich den Dorf namentlich nennen können. Ja, Sarah wird vorgestellt. Also ich heiße Sarah, bin 20 Jahre alt und bin High-Fashion-Model, aber ich meine, das sieht man ja auch. Beziehungen mit Einzelnen sind für mich gar nichts. Ich glaube höchstens an Polygamie. Für mich ist guter Sex, wenn alle am Ende nass sind. Klatsch, nass. Alles andere ist für mich Vorspiel. Okay. Der bekannteste Promi, mit dem ich was hatte, Jonas Ems. Ich liebe es zu flirten und ich kann das auch gut. Und wenn ich jemanden will, dann nehme ich ihn mir auch. Okay. Habe ich keine Probleme mit. Ich bin super ehrlich und direkt. Und wer damit ein Problem hat, ja, der hat mit mir ein Problem. Was ich liebe Tierbabys und Sex. Aber vor allem Tierbabys. Und Sex. Das wäre typisch gewesen, wenn ich das nochmal gesagt hätte. Zum Wohl. Tschüss. Und wie ist die Villa so? Naja, schaut euch doch mal um. Habt ihr den Pool gesehen? Es gibt so viele Zimmer und die sind alle riesig. Ja, dementsprechend auch genügend Betten. Ne? Mhm. Dann rücken wir uns nicht auf die Pelle. Jeder hat sein eigenes Bett. Und ja, wir gehen uns auch nicht fremd. Dieses kleine Flittchen hier wird doch sicherlich mit euch ins Bett springen, oder? Ist sie Jungfrau? Hallo, ich bin die Leonie und ich komme vom Land. Meine Eltern sind Landwirte. Ich bin also ein echtes Bauernmädchen. Ich komme aus einer ziemlich langen Beziehung. Mein Ex-Freund hat mich betrogen. Ich habe das leider erst viel zu spät erfahren. Ah, okay. Weil das hat man eben gemerkt, nachdem Sarah so gesagt hat, ja, hier, dieses Flittchen, wird doch versuchen, mit euch ins Bett zu steigen. Dass sie sehr schüchtern ist, zurückhaltend, nicht so offensiv. Ja,
Flirten liegt mir gar nicht, kann ich mega schlecht, war ich auch noch nie gut drin. Ich bin nicht so selbstbewusst, was meinen Körper angeht. Aber mein Dad sagt, ich soll froh sein mit dem, was mir Gott gegeben hat. Ich wäre schon froh, jemanden kennenzulernen, der mich hier so nimmt, wie ich bin. Das heißt, sie ist mehr diejenige, wenn man jetzt die beiden vergleicht, Sarah ist mehr so diejenige, ich will Spaß und Action im Bett. Leonie, ich will eine Beziehung. Die Frage, wie das auch so bei den Jungs natürlich ankommt und wem es auch mehr anspricht. Dann für das Bauernmädchen noch ein bisschen Sekt. Ja, danke. Ihr verträgt ja so viel, ne? Ja, schon. Also wir haben viele Dorffeste. Sei nicht so schüchtern. Lass doch noch mal erkunden, was es hier sonst noch gibt. Wir haben eine Riesenvilla. Ja, ja. Nice, Leute. Gut. Lass uns das machen. Ja, richtig. Gut. Dann, let's go. Okay. Nice. Ihr hört die Musik nicht, ich hab's rausgeschnitten. Aber die Musik ist cool, Musik zu geben. Und diese spanische passt. Seid ihr auch auf Mallorca? Leute, hier ist ein Umschlag. Wow, den hattest du auch schon in der Hand. Ich hab gehört, dass es vielleicht eine Aufgabe geben könnte oder so. Lies mal vor. Sarah, lies vor. Soll ich reingucken? Ja. Oh, ich bin was aufgeregt. Ja, mach. Okay. Komm, Sarah. Mach hier, let's go. Okay, Leute. Aufgabe an die Jungs. Ihr dürft euch, sag ich euch was. Eine Partnerin aussuchen, mit der ihr die ganze Nacht verbringt. Komplett. Ja, nur, dass die Freundin keine Option ist. So, und jetzt mein Gedanke. Nur, dass die Freundin keine Option ist. Und ihr müsst euch eine Partnerin aussuchen. Die freuen sich, die beiden Singles. Natürlich, die denken so, ja, beide werden genommen. Soll ich euch sagen, was eigentlich der geilste Move gewesen wäre, was sie hätten irgendwie ins Drehbuch oder so mit einbauen können? Die eigene Freundin ist nicht erlaubt. Die Jungs hätten kurz flüstern können und gesagt, so von wegen, dadurch, dass wir uns nicht fremdgehen wollen, du nimmst meine Freundin, ich deine, und man verbringt so die Nacht und man lernt sich so nur näher kennen und man kann dann auch befreundet sein, und die Singles bleiben allein. Hä? Ist das genial? Ist das nicht genial? Weil es heißt ja nicht, die Freundinnen sind verboten. So von wegen, die haben schon mit impliziert, dass die vielleicht auch darauf kommen könnten, die Freundin des anderen zu nehmen. Aber es impliziert nur, die Freundin ist nicht erlaubt. Sprich, die dürften rein theoretisch Freundin der anderen nehmen. Das wäre eigentlich viel, viel geiler gewesen. Aber bestimmt passiert das nicht. Deswegen sage ich auch schon. Wir ziehen das hier jetzt richtig durch. Ja. Ich hoffe, das ist eine der härtesten Aufgaben, die es überhaupt gibt. Nee. Ich weiß nicht, bei wem ich es besser fände, für wen Neo sich entscheidet. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist eine gute Idee. Wir können das doch immer noch abbrechen. Wir beide werden das hinbekommen. Ich will einfach nur keine Entscheidung treffen. Mhm. Wirklich nicht. Ich will eigentlich einfach nur bei Milena sein. Jungs, jetzt macht doch mal, ihr habt nur uns zur Auswahl. Ja, ich mein, nee, eigentlich kann nicht. Schwer sein. Los jetzt! Los! Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Entscheidet Neo, euch! Neo, ich kann nichts dafür, oder? Du musst mir die Entscheidung abnehmen. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. 3, 2, ja! Los! Sarah. Ja. Ich nehm Zara. Ja. Well? Ich kann ja nicht. Dann verbringen wir beide wohl den Abend. Ja. Und dann gehen wir, ne? Oh oh. Warte, Mädchen. Fass ihn an und es gibt Stress, ehrlich. Ey, beruhig dich, alles cool. Hm. Ich glaube, die ist. Also, sie ist hier mehr auf Krawall gebürstet. Milena. Während, ja, ich muss mir, glaube ich, die Namen aufschreiben, dass ich da, dass ich auch die Namen dann auch sagen kann. Aber Leonie ist eher so diese Schüchterne und ich glaube eigentlich, sie will nicht ein paar auseinanderbringen, aber wenn sie sich
zum Beispiel in Levi verliebt würde, würde sie, glaube ich, darum kämpfen. Das ist so dieser gewisse Punkt, glaube ich, bei Leonie. Dadurch, dass ja ihre Beziehung kaputt gegangen ist. Und ich glaube, sie würde, möchte nicht Gleiches mit Gleichem tun. Sprich, sie wurde betrogen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt dafür sorgen will, dass Levi seine Freundin betrügt. Wäre jetzt nur so eine Vermutung. Ich hätte aber die Freundin der anderen schon was genommen. Vor? Ganz bestimmt. Och ne, nicht beobachten, komm, das ist doch... Bei dem Anblick werden unsere Single-Jungs völlig wuschig. Wir sollten sie also auch bald von der Leine lassen. Ich träume das nicht. Wie heiß sind die Junge? Digga, die sieht so gut aus. Die haben sich umgesetzt. Schon mein Favorit auf jeden Fall. Von mir aus kannst du nehmen. Ich will einfach nur geredet sein. Scheißegal. Leute, Leute, ich bin auch noch dabei und ich finde Bio nice. Ja, du bist hier für einen Typen. Nein, ich bin für Bio. Naja. Oh, okay. Ah? Ja, okay. Das werde ich sehen. Ich glaube, wir werden alle sehen. Wollen wir mal weiter? Ich nehme Leta. Ich glaube, wir sind weiter. Okay, Leute. Der Haken bei diesem Format ist übrigens, dass keiner der Singles etwas mit einem anderen Single haben darf, nur mit jemand aus den Beziehungen. Wenn die Singles etwas miteinander anfangen, dann fliegen sie sofort raus. Okay, das ist interessant. Das bedeutet, die Singles dürfen nichts miteinander selbst anfangen. Oh, okay. Durch diese Regel... Safe, meine Prognose, zwei werden was miteinander haben und rausfliegen. Wir haben insgesamt 6 Singles, 2 werden was miteinander haben. Safe call. Ich weiß noch nicht wer, dadurch kenne ich die anderen Singles, kenne ich ja in dem Sinne noch nicht, aber safe call, kann ich euch jetzt schon sagen. Leonie, komm, wir stoßen auf den schönen Abend zusammen an. Ja komm, aus Candlelight Dinner. Cheers. Was ich übrigens noch sagen wollte, Milena hat das vorhin, glaube ich, nicht so gemeint. Ich meine, warum sollte sie auch eifersüchtig sein? Wir verbringen doch nur den Abend zusammen, oder? Ja, sie ist schon so ein bisschen der eifersüchtige Typ, ne? Ja. Ja, an sich schon, aber ich glaube, sie hat das nicht so gemeint. Ich bin mir trotzdem. Ja, okay, aber es soll jetzt auch gar nicht um Milena irgendwie gehen. Es geht jetzt um uns beide. Wir lernen uns jetzt heute mal kennen und... Ich kenne dich überhaupt nicht. Wer bist du? Was bist du für ein Mensch? Was machst du in deiner Freizeit? Ja, eigentlich mache ich den ganzen Tag nur Sport. Also ich bin Tennistrainer, ich gehe ins Fitnessstudio und ich gehe joggen. Krass. Okay, also du bist so, Sport ist schon dein Leben, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, ist jetzt vielleicht eine komische Frage, aber hast du ein Sixpack? Ach so. Ja, warum fragst du? Kannst du es mal zeigen? Leonie, eigentlich mache ich das nicht so gerne, aber... Komm schon. Okay. Ist doch keiner hier. Hier jetzt? Wirklich? Ja, komm. Ich dachte erst, sie will darauf hinaus irgendwie, dadurch, dass sie ja auch so gesagt hat, ich bin unzufrieden mit meinem Körper, dass sie Tipps will irgendwie. Oder so von wegen, wie findest du mich? Irgendwie mit so einer Frage habe ich jetzt gerade eher gerechnet. Keiner da. Ehrlich nicht, vor allem nicht Milena? Nein. Okay, willst du mal anfassen? Ja. Deswegen habe ich gefragt. Fass doch gut an. Krass. So, und jetzt Safe Call Mood Vibe und Jonas. Wir sehen jetzt die beiden Singles und die sehen das. Warst du im Pool? Nee, ich war noch nicht im Pool. Ich denke mal, bei dem Wetter wird das bestimmt eine gute Abkühlung, oder? Ja, wir könnten morgen dann gleich gehen. Aber nur zusammen, ich will jetzt nicht meine Haare unnötig nass machen. Irgendwie dachte ich, wird das hier ein romantischer Pärchenausflug. Ja, und jetzt ist einfach so ein Vertrauenstest geworden. Vertraust du Neo? Eigentlich schon. Ja. Also wir sind ja erst ein halbes Jahr zusammen, also ist was ganz anderes als bei euch. Aber sonst? Und vertraust du Levi? Ehrlich gesagt, ich bin mir ein bisschen unsicher, weil er ist so oft unterwegs auf seinen Turnieren und manchmal habe ich das Gefühl, dass er mir vielleicht schon fremdgegangen ist. Echt? Oha, krass. Ja, wenn man gerade so als Sportler, also no judgment wieder in dem Sinne, aber unterwegs ist es ja so dieses Klischee, ich gehe mit anderen, mit Fans fremd. Das ist so manchmal dieses typische. Keine Ahnung, vielleicht hat man das ja auch eingebaut, ich glaube nicht. Ja, obwohl, hätte irgendwie was, wenn man es mit eingebaut hätte. Weil stimmt, weil warum haben die jetzt so gesehen seit einem halben Jahr keinen Sex?
Das muss ja auch irgendwie einen Grund haben. Wenn es insgesamt nicht gut läuft im Bett, wäre es was anderes. Aber keinen Sex zu haben, ist was anderes. Muss ich mal unter Beobachtung halten. Weiß nicht, aber ist ja dann ein guter Test jetzt so. Ja, ich finde, wir sollten noch mal schauen, was er macht. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Warum nicht? Mit wem ist er? Ist das Leonie oder sehe ich das falsch? Doch, das ist Leonie. Mann! Hat sie ihn gerade angefasst? Mann, das will ich sehen! Hey! Komm! Das zeigt mir doch nur, dass du mir kein bisschen vertraust. Ja, komm, du bist scheißegal! Oh Mann, warum weinst du denn? Was ist denn los? Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin Felix, dein Verführer. Dein Verführer? Dein Verführer? Das ist ja eine geile Begrüßung. Ich bin Felix, dein Verführer. Ja, interessante Folge. Man hat die Mädels, die Singles jetzt kennengelernt, Leonie und Zara. Wir lesen, hier ist auch eine Gianna. Dadurch, dass wir noch zwei haben und Paola ist eine, ist Jackie Cyrus Gianna die andere. Aber die hat schon zusammenreiben. Ja, sehr, sehr interessant. Ich freue mich auf die dritte Folge. Das wird, glaube ich, interessant. Ich freue mich schon darauf. Ich bin gespannt, was passiert. Und wie sich das alles entwickelt. Wir wissen jetzt außerdem, die Singles dürfen nichts miteinander anfangen, ansonsten fliegen die raus. Sprich, es werden safe zwei was miteinander haben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Zwei Singles werden sich ineinander vergucken und werden was miteinander haben. Safe call. Okay, das war's dann mit dieser Reaktion, mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so ist, dann zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Aber nicht vergessen, Glocke aktivieren. Wir sehen uns am Montag zur dritten Folge. Und bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal rein. Und tschüss.